Sie sagen, wir dürfen Putin nichts glauben? Also, wer das tut, der ist naiv. Der lügt doch sozusagen, das klingt jetzt ein bisschen platt, wenn er nur den Mund aufmacht. Wenn Sie sich da erinnern, am 16. Februar, glaube ich, war es, wo er sagte, kein Mensch würde daran denken, in die Ukraine einzumarschieren. Eine Woche später war er drin. Oder damals bei der Krim, wo er gesagt hat, damit haben wir gar nichts zu tun. Und ein Jahr später lobt er sich selbst, dass er das da so gut hingekriegt hätte, den Anschluss der Krim. Und das muss man wirklich sich vergegenwärtigen, diese KGB-Sozialisation, die ist in der DNA dieses Mannes. Das ist kein normaler Politiker. Und was Amerika anbetrifft, da würde ich gerne noch einen Satz zu sagen. Die Freiheit, dass wir hier frei diskutieren dürfen, die haben wir den Amerikanern zu verdanken. Das stimmt. Und die Freiheit, dass wir nicht morgen selber Opfer eines solchen Einmarsches sind, haben wir auch den Amerikanern zu verdanken. Wer verteidigt uns denn? Wer kann uns denn verteidigen? Diese Bundeswehr mit ihren 235 Panzern, wie mir Herr Frenk. Aber nehmen wir mal die Ostsee-Pipelines, nur als ein Beispiel. Es ist ja noch nicht klar gesagt, wo die Sabotage war. Feststeht von vielen Experten, es war Sabotage. Aber empfinden Sie das nicht, dass man... Es macht auch keinen Sinn, darüber zu spekulieren. Es ist wie bei einem Raubüberfall, wenn ich nicht beweisen kann, wer der Täter ist, bräuchte auch gar nicht drüber. Aber es wird ja spekuliert, dass es Russland war. Es wird ja schon überall gesagt, dass es Russland war, obwohl man nicht spekulieren sollte. Ich weiß nicht, wer das sagt. Das muss man halt ermitteln. Da muss man auch die Zeit sich für nehmen. Das ist nicht so ganz einfach sicherlich, weil unter Wasser, da sind natürlich auch die Spuren nicht so einfach feststellbar. Auf jeden Fall ist das ein Terroranschlag, da stimme ich der Fürstin zu. Das ist ja offensichtlich eindeutig. So was kann man nicht, so was passiert nicht aus Zufall oder so etwas. Und ich bin sehr gespannt, das werden wir sicherlich irgendwann alle auch erfahren, wer dafür letztlich die Verantwortung trägt. Für die Toten in Butscha weiß ich, wer die Verantwortung trägt. Und dieser Mann sitzt im Kreml. Absolut. Und was würden Sie jetzt erwidern auf diese, sagen wir mal, ja, sehr harsche Rede. Also ich würde sagen, natürlich sind wir als Bürger überfordert, einen Krieg zu analysieren. Und über einen Krieg ist immer etwas Schreckliches. Und wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Es ist schrecklich. Und wir stehen unmittelbar vor dem Ausbruch des Dritten Weltkriegs. Das müssen wir uns bewusst machen. Deswegen bin ich gegen jede weitere Eskalation, auch in der Rhetorik der Medien. Weil ich habe das Gefühl, dass die Generation, die heute schreibt und berichtet, dass der Krieg so weit weg ist, dass sie überhaupt nicht wissen, mit was sie da spielen, mit welchem Feuer. Denn am Ende des Tages werden die Geschichtsbücher sagen können, wer war schuld, bei welcher Konsequenz, bei welchem, wann, wie, wo, was. Das beurteilen dann die Historiker. Aber jetzt müsste unser aller Bestreben sein, Frieden zu stiften und dass der Krieg aufhört. Weil diese Milliarden, Abermilliarden, ich glaube, es sind 140 Milliarden alleine, damit könnten sie dreimal Afrika sanieren. Damit könnten sie Südamerika und Afrika sanieren. Wird in diesen Krieg gesteckt und die Ukrainer sterben, die ganzen Legionäre sterben. Das Land ist sowieso am Abgrund. Aber wir geraten mit in den Abgrund, weil wir ja auch das bezahlen müssen. Das heißt, das Geld für unsere Armen und für unsere Bürger bleibt ja gar nichts mehr übrig, denn wir müssen das Geld ja dann für die Waffen ausgeben und für den Krieg, der jetzt da weiter tobt. Also in unserem Interesse ist es jedenfalls, alles zu tun, um die Politiker dazu zu bewegen, egal wer angefangen hat, aufhören zu streiten. Der Krieg muss beendet werden, damit wir wieder wachsen können. Sonst sehe ich erstmal den wirtschaftlichen Niedergang mit großer Armut und schrecklicher Krise. Aber viel schlimmer noch, der Dritte Weltkrieg. Und wie ein nuklearer Winter aussieht, da wird es 5 Jahre lang nicht mehr hell. Aber jetzt eskalieren Sie rhetorisch. Nein, ich eskaliere. Es wird nicht zu einem Dritten Weltkrieg kommen. Hoffentlich. Es wird nicht dazu kommen. Hoffentlich. Herr Putin wird sich hüten, mit der NATO sich anzulegen. Nach der Performance, die seine Armee da jetzt schon hingelegt hat. Also das wird mit Sicherheit. Also da hoffe ich ja Ihr Wort in Gottes Ohr, aber wir spielen mit dem Feuer. Ich würde eine Zwischenfrage gerne an Sie stellen, Herr Luthe, und zwar Elon Musk. Der ist ja jetzt gerade aufgefallen, das haben Sie wahrscheinlich mitbekommen medial, dass er zu Friedensverhandlungen aufgerufen hat, dann auch noch auf Twitter hat abstimmen lassen. Aber nehmen wir mal die Forderung nach Friedensverhandlungen. Wie haben Sie das eingeschätzt von Elon Musk? Können Sie die Medienschelte vielleicht auch
von der Fürstin nachvollziehen, die sie angebracht hat? Also, Herr Musk äußert sich ja gerne sehr kontrovers, aber ist damit auch zumindest in der Lage, Themen, sag mal, in den medialen Markt zu drücken. Mhm. Und das ist an der Stelle meines Erachtens völlig richtig. Ich bin nicht der Auffassung, dass Herr Putin ein so außergewöhnlicher Typus des Politikers ist. Sie sagen, man darf ihm nicht glauben, er lügt. Ich erinnere an Norbert Blüms, die Renten sind sicher, beispielsweise. Oder auch an die Situation. Aber Sie wollen jetzt Norbert Blüm nicht mit Wladimir Putin vergleichen. Ich will vergleichen, kann man grundsätzlich immer alles. Die Frage ist, was man gleichsetzt und was man nicht gleichsetzt. Ich glaube auch, die Wahrheit ist für die meisten. Im Irak. Genau, das wollte ich gerade als zweites Beispiel anführen. Aber es gibt eine Legion solcher Beispiele in allen Bereichen. Mhm. Die Wahrheit ist das, was als allererstes geopfert wird im Politischen. Das ist doch genau das Problem. Also insofern ist Herr Putin erstmal nichts anderes. Was wichtig ist an jeder Stelle, ist miteinander zu reden. Ich habe im Parlament immer dafür geworben, dass ich an jeder einzelnen Stelle mit jedem Kollegen, egal aus welcher Fraktion, einen Dialog führe. Weil das unsere Aufgabe ist, zu vermitteln und letztlich damit. Beim Reden ist ja jeder bei Ihnen, glaube ich. Also ich glaube, keiner hier am Tisch will. Wenn ich von vornherein sage, mit dem kann man doch nicht reden, dann bin ich natürlich nicht beim Reden dabei. Und die spannende Frage ist doch noch eine ganz andere. Wenn eine Waffe auf Sie zugeht, da können Sie nicht mehr mit ihm reden, da können Sie sich nur verteidigen. Vollkommen in der akuten Situation, vollkommen richtig. Da geht aber gerade niemand mit der Waffe auf Sie zu. Und wenn sich Diplomaten treffen, findet das auch ohne Waffen statt. Das ist nicht die Situation. Im Übrigen, es ist viel zu kurz gedacht. Gibt es nicht zu verhandeln. Prima, was passiert denn jetzt, wenn Herr Putin weg wäre? Wer kommt dann? Herr Kadyrov? Ja, genau. Dann haben Sie den Dritten Weltkrieg. Man sieht jetzt schon, dass die Nationalisten in Russland Putin vor sich hertreiben. Heute schreibt sogar die Neue Zürcher Zeitung, das habe ich mich sehr gewundert, weil ich mir auch gedacht habe, woher nehmen die Amerikaner die Naivität zu glauben, dass es nach Putin besser wird? Wir haben in Russland eine sehr, sehr starke, viel extremere Fraktion. Da ist er noch der Ausgeglichenste. Naja. Wer sagt uns denn das nachher? Wer kommt aber denn wie nach soll ihm? Beispielsweise die wollen Regime-Change, aber genau wie im Irak oder in Afghanistan, aber es ist nichts geworden. Eine Zwischenfrage. Ich denke, dass sich alle am Tisch einig sind, dass Diplomatie selbstverständlich gut wäre, wenn es funktioniert. Da gehören aber zwei zu. Absolut. Wie würden Sie denn beispielsweise auf die Scheinreferenten reagieren? Damit ist Putin ja jetzt noch einen weiteren Schritt Richtung Eskalation gegangen. Also wir haben ja auch ein Referendum gehabt im Kosovo. Und die Kosovo-Albaner haben ihre Autonomiegebiete bekommen. Die sind auch von den Amerikanern und uns anerkannt geworden. Nichts anderes wollte der Donbass. Der Donbass wollte gar nicht weg von der Ukraine. Der Donbass wollte nur weiter Russisch sprechen dürfen. Es wäre genauso, wenn Sie den Genfern sagen würden, sie dürfen nicht mehr Französisch sprechen von heute auf morgen. Das ist wirklich Darf ich Unsinn. Auch dann noch was sagen? Ja, sehr gerne, Herr Trabert, machen Sie das. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, wer schon in der Ukraine jetzt war. Ich war in der Ukraine, ich war in Kiew, in Lviv, in Butscha, in Erpin, in Wischgorod. Ich habe mit den Menschen vor Ort gesprochen. Ich war an dem Massengrab in Butscha. Das ist alles natürlich unheimlich, das macht betroffen. Die Menschen sind betroffen, die Menschen sind total irritiert. Wichtig ist, dass wir nicht der Ukraine vorzuschreiben haben, was sie jetzt verhandelt. Das muss die Ukraine selbst machen. Stopp. Da hat er recht. Ja. Wichtig ist auch, dass Demokratien unterstützen. Deshalb ist es wichtig, dass wir die Ukraine unterstützen. Aber es muss immer das Ziel sein, dass es wieder zu einem Frieden kommt. Aber das muss die Ukraine mit Russland verhandeln. Und ich möchte in dem Zusammenhang einfach auch nochmal deutlich machen, Demokratien müssen nach außen geschützt werden. Ja, aber Demokratien müssen auch im Inneren geschützt werden. Und das ist ja das Thema, für das ich mich einsetze, dass gerade jetzt bei diesen fehlenden finanziellen Ressourcen zu wenig an Menschen gedacht wird, die von Armut, von Ausgrenzung, von Benachteiligung betroffen sind. Und wenn ich Menschen nicht mehr in die Mitte der Gesellschaft zurückhole, wenn ich sie nicht jetzt unterstütze, dann gehen sie für das Modell der Demokratie verloren. Und das bedeutet, wir müssen Demokratien im Inneren sichern, indem wir etwas für soziale Gerechtigkeit tun. Auf das Thema von Ihnen kommen wir gleich noch. Wir bleiben noch einmal bei Ukraine und Russland im Konflikt. Ja, aber das ist mir einfach jetzt schon mal wichtig, darauf hinzuweisen. Sonst werden nämlich die Menschen empfänglicher für Rechtspopulisten, Rassisten. Oder Linkspopulisten. Und, danke. Sarah Wagenknecht ist jetzt nicht die Partei Die Linke. Das beurteile ich überhaupt nicht. Ich bin parteilos. Aber Sarah Wagenknecht ist im Gegensatz zu Ihnen bei den Linken.
Das ist richtig. Aber zu Putin noch. Zur Wahrheit gehört eben auch, ja, ohne irgendetwas beschönigen zu wollen, dass die NATO, dass der Westen viele Hinweise Russlands negiert hat. Dass immer, Genscher hat schon Russland zugesichert, die Ukraine wird nicht in die NATO kommen, wird nicht in die Westerweiterung aufgenommen, auch andere Länder nicht. Aber dennoch ist das geschehen. Also das war auch ein Fehlverhalten. Das rechtfertigt nichts. Und diese Heuchelei jetzt, die ich auch empfinde in dieser Diskussion, dass ein NATO-Partner, der jetzt vermittelt, die Türkei, dass die Türkei einen völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Kurden in Nordsyrien führt, dass dort in der Rojava-Region Krankenhäuser zerstört werden, die Infrastruktur zerstört wird. Ich war in Rojava, ich war in Kobane und dort ist jetzt eine Cholera-Epidemie, eine Meningitis-Epidemie und kein deutscher Politiker kümmert sich um diese Situation, wo eben auch das Völkerrecht gebrochen wird von einem NATO-Partner. Also auch da müssen wir intervenieren. Die Menschenrechte müssen überall zählen. Die zählen für Putin, aber auch für Erdogan und für andere. Ein schönes Stichwort, da würde ich gerne einmal Herr Knabe fragen. Sind wir da heuchlerisch, zählen nicht die Menschenrechte überall gleich für uns? Tja, das ist eine schwierige Frage. Letztlich ist die Gültigkeit von Menschenrechten abhängig von der Macht, die hinter dem jeweiligen Regime steht. Toll. Wir brauchen nur nach China zu schauen, wo die Uiguren in den Lagern sitzen, oder nach Belarus, wo der Herr Lukaschenko den Schutz von Herrn Putin genießt. Da werden die Menschenrechte tausendfach verletzt. Also ich werde nie vergessen, wie dieser Lukaschenko den Mann da oben aus dem Flieger von Ryanair geholt hat. Das ist doch unglaublich, den vom Himmel zu holen, aus dem Flugzeug raus. Der flog, glaube ich, von Griechenland nach Finnland oder sowas. Mhm. Und es passiert nichts, weil eben dann darf man Angst keine hat. Fußball-Weltmeisterschaft in Katar stattfinden. Ja, genau. Also der Westen kann schon auch sich positionieren, muss sich positionieren. Ja, ich bin ein großer Freund von der Universalität der Menschenrechte. Ich will nur auf einen Punkt kurz noch hinweisen, Herr Trabert, wo ich denke, dass Sie sich da auch selbst widersprechen, wenn Sie sagen, dass die Ukraine über ihre eigenen Belange selbst entscheiden können muss. Da bin ich ganz d'accord. Dann hat sie auch das Recht zu entscheiden, wo sie sich militärpolitisch einordnet. Im Westen, im Osten oder irgendwo dazwischen. Und das gilt für alle diese Staaten, die früher von Russland dominiert wurden oder von der Sowjetunion. Und ich bin oft im Baltikum gewesen und habe nie verstanden, warum die immer gesagt haben, die EU, das ist uns gar nicht so wichtig, wir wollen in die NATO. Ich dachte, was haben die denn davon? Jetzt ist mir das klar, was sie davon haben. Nämlich eine relative Sicherheit, dass Herr Putin dort nicht einmarschieren wird, weil dann eben die gesamte Verteidigungsallianz da sie verteidigen wird, hoffentlich. Ein Gedanke fällt mir da ein. Ich wäre bei Ihnen. Ich habe nie verstanden, warum man nicht Russland auch in die NATO aufgenommen hat. Das wollte wir nämlich, man doch. Na eben, aber man das war der große Fehler. Man hatte sie doch in diesem Kooperationsrat gehabt. Dann wären wir nämlich alle Probleme los gewesen. Wir fragen Sie einmal, Herr Knabe, woran ist es gescheitert damals mit Russland? Das liegt einfach daran, dass der KGB in Russland im Jahr 2000 die Macht übernommen hat. So einfach ist das. Herr Jelzin mit Herrn Gorbatschow war das alles zu verhandeln. Und das, dann wäre die Welt auch heute eine andere. Ja, also der Gorbatschow hätte doch auch die Panzer hier bei Ihnen hinterm Haus auffahren lassen können 1989, als da demonstriert wurde. Es wäre doch gar kein Problem gewesen. 500.000 sowjetische Soldaten waren hier. Die hätten das mit links erledigt. Hat er nicht gemacht. Auch Jelzin hat immer wieder diese demokratischen Prinzipien hochgehalten. Und dann hat man ihn da unter Druck gesetzt, dass er irgendwelche Kreditkarten benutzt hätte, die er nicht hätte benutzen dürfen aus dem Westen. Und dann hat man gesagt, du musst jetzt abtreten und wir haben hier einen, der setzt das fort, was du so eigentlich vorhast, nämlich den Herrn Putin. Und da hat man sich eben unendlich getäuscht. Und das hängt dann eben doch, lieber Herr Luthe, Sie sind kein KGB-Mann. Ich rieche das, wenn ich das so sagen darf. Und es unterscheidet Sie auch prinzipiell von einem KGB-Mann, dass Sie Werte haben. Es kann sein, dass Sie vielleicht auch mal lügen als Politiker. Aber es gibt Grenzen. Das Recht ist eine Grenze. Die Menschenrechte sind eine Grenze. Und diese Grenzen kennt Herr Putin nicht.
Und Herr Putin, glauben Sie denn nicht Russland. Das möchte ich auch noch mal betonen. Das russische Volk ist doch wesentlich auch differenzierter zu bewerten. Nicht jeder Russe unterstützt Putin. Wie mutig die Menschen jetzt auf die Straße gehen. Es sind schon über 200.000 Männer durch die Teilmobilisierung geflohen, quasi 100.000 nach Kasachstan, 66.000 in die EU. Das ist ja Protest. Aber viele junge russische Soldaten im Krieg. Richtig, aber mir ist es nur wichtig, dass man auch nicht Russland über einen Kamm schert. Aber dort gibt es auch demokratische Bewegungen, die von Putin erstickt wurden, systematisch, vollkommen richtig. Aber Russland ist viel bunter, multipler, heterogener als hier jetzt so, finde ich, diskutiert wird. Aber die Zustimmung für Wladimir Putin in Russland ist jetzt nicht bei null. Das kann man jetzt hier auch behaupten. Ja, aber dort ist auch keine freie Presse. Ja, woher bekommen die Menschen die Informationen? Mhm. Und dennoch gehen so viele, in meinen Augen viele, auf die Straße. Dennoch riskieren sie ihr Leben, um diesem Diktator entgegenzutreten. Also da ist viel demokratisches Gespür in diesem Volk, würde ich sagen. Es wird aber unterdrückt, permanent unterdrückt. Und in einer Diktatur sich demokratisch zu äußern, dafür sich einzusetzen, das ist halt mit dem Leben bedroht. Ja, das möchte ich einfach, ich möchte auch ein Plädoyer für diese russischen Menschen einfach hier nochmal deutlich äußern. Ja, das ist mir zu. Möchte ich sehr unterstreichen, Herr Traubert. Ja. Ich möchte kurz eine Geschichte erzählen. Ich habe einen Freund, der ist Leiter des Gulag-Museums in Moskau. Und dem habe ich vor ein paar Tagen geschrieben, wenn ich irgendwie helfen kann, sag Bescheid. Ich hatte das immer vorzuschreiben, habe das da lange nicht gemacht, vor mir hingeschoben. Was meinen Sie, was das bei dem ausgelöst hat? Der hat gesagt, er hat das allen seinen Mitarbeitern vorgelesen, diese drei Sätze per WhatsApp. Und ich bekam plötzlich den Eindruck, der fühlt sich wie ein Aussätziger, nur weil er Russe ist. Keiner redet mehr mit ihm. Die Kollegen von früher, alle tauchen ab, wollen nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Aber das ist eben, es gibt auch ein anderes Russland, was mit Herrn Putin nichts am Hut hat. Würde ich einmal gerne fragen, Füssen, der Kontakt zwischen Russland und Deutschland, kann man ja schon sagen, ist ja abgebrochen. Also es funktioniert ja kein wirklicher diplomatischer Weg mehr. Müssten die deutschen Politiker vielleicht noch mal hinfliegen, wenn das überhaupt möglich wäre? Naja, man muss so sagen, durch diese Explosion oder die Zerstörung der Gaspipeline sind unsere Möglichkeiten, jetzt doch wieder mit den Russen ins Geschäft zu kommen, vernichtet. Das heißt, wir sind jetzt wirklich energiepolitisch auf uns selbst gestellt und deswegen müssen wir natürlich zügig unsere eigenen Anlagen wieder anschmeißen. Es ist das sehr bedauerlich, weil wir natürlich als Europäer, und auch wenn man das geschichtlich betrachtet, es ist ein tausendjähriges Reich, wir haben enge Verwandtschaft mit Russland. Man hätte Russland viel näher an uns anbinden dürfen. Das möchten die USA aus strategischen Gründen, was ich aus USA-Sicht verstehen kann. Ich verstehe die Amerikaner, man möchte nicht einen dritten Machtblock Europa und Russland. Da könnte schon, und das hat sich ja jetzt auch gezeigt durch den Wirtschaftsausschwung und durch die Beziehungen, die wir mit Russland haben, da hätte ein selbstständiger Machtblock entstehen können. Dann hätten die Amerikaner nicht nur die Chinesen, sondern plötzlich wären auch die Europäer selbstbewusster geworden und hätten ja auch mehr Geld gehabt und mehr mit den Russen gemacht. Das war ja schon vor dem Ersten Weltkrieg. Man hat immer gesagt, der Russe hat die Rohstoffe, der Deutsche die Intelligenz, beides zusammen ist unschlagbar. Das darf nicht passieren. Oh, nee, bitte nicht so Hierarchien, als ob wir, ja, also die Russen sind genauso intelligent wie die Ukrainer. Und ich spreche ja jetzt über Geopolitik. Da geht es nicht so um zwischenmenschliche Beziehungen, sondern in der Geopolitik geht es erstmal um Macht. Und natürlich hätte ein erstarkendes Deutschland und Russland... Ja, natürlich sind deutsche Arbeiter besser ausgebildet als der durchschnittliche russische Arbeiter. Natürlich. Besser ausgebildet, das hat aber jetzt nichts mit Intelligenz zu tun. Aber das ist doch mit Intelligenz gemeint, mein Gott. Also gerade legen Sie doch nicht jedes Wort auf die Goldwaage. Das ist eine Form der Diskriminierung und der Stigmatisierung. Sie haben gerade von Differenzierung gesprochen. Ja, genau. Wir müssen Russland, können wir nicht über einen Kamm scheren. Interessanterweise scheren wir ja jetzt an jeder Stelle die Ukraine über einen Kamm. Anscheinend ist offensichtlich jeder der Ukraine ein großer Freund dieses Wir verhandeln nicht, wir wollen einen letztlich totalen Krieg, den der ukrainische Präsident gerade vertritt. Und das wird mit Sicherheit auch nicht die Meinung von 100% der Ukrainer sein. Die geprügelt sind. Die müssen sagt genauso. Ja auch keiner. Ja,
Nochmal, wir sprechen hier von Differenzierung, das müssen wir dann bitte schön an der anderen Seite ganz genauso betrachten. Ja, natürlich. Und insofern kann man auch nicht sagen, Mensch, lass die doch selbst verhandeln. Was die Ukrainer wirklich wollen, muss ja nicht zwingend das sein, was der Präsident in dieser Situation verkündet. Vielleicht fehlt hier bei Phil nach 8 einfach der Diversity-Beauftragte. Wir haben doch in der Ukraine gar keine anderen Parteien mehr. Er hat ja die Parteien abgeschafft. Er hat die Fernsehsender abgeschafft, die er nicht haben will, und er hat auch die Parteien verboten. Also wie man in der Ukraine von Demokratie sprechen kann, ist eigentlich ein Witz. Weil das ist ein von Oligarchen, die international vernetzt sind, geführtes Land, die auch mit die Familie Biden sitzt mit dem Boot. Also das also ist hier würde ich gerne, Herr Trabert, ja, eine Sekunde, hier würde ich gerne einmal Herr Knabes Expertise ganz kurz hören. Mit dem Vorwurf, hat schon eine Entwicklung gemacht. Mit dem Vorwurf, ob man über die Ukraine sagen kann, dass es keine Demokratie ist. Also nach meinem Eindruck hat sich die Ukraine sehr in Richtung Demokratie entwickelt. Das war vor ein paar Jahren noch ganz anders. Da waren noch die KGB-Leute da überall im Geheimdienst in der Ukraine. Und dafür gab es zwei Zäsuren. Das war einmal, waren die Kundgebungen auf dem Maidan. Das erste Mal, dann gab es einen Schub der Aufarbeitung und dann das zweite Mal 2014. Sehr bewegende Proteste übrigens damals auch. Ja, und vor allem, die haben das Land total verändert. Ich habe mich länger mit der Aufarbeitung des Kommunismus beschäftigt. Und nach 2014 geht das plötzlich los, dass sie anfangen zu fragen, ja, was ist denn mit diesen ganzen Lenins, die hier rumstehen? Finden Sie das gut, in jeder Stadt einen Lenin zu haben? Sicher auch nicht, weil es ein Massenmörder ist, der da nichts verloren hat. Dann haben sie angefangen, diese Lenin-Statuen abzubauen. 5000 Stück gab es in der Ukraine, wirklich in jedem Kaff. Oder sie haben angefangen, die Beamten zu überprüfen. Ja, was haben die eigentlich gemacht früher? Und vor allem, wer von denen ist korrupt? Seit wie vielen Jahren ungefähr ist jetzt schon... Seit 2014 gibt es diese Gesetze, wo zum Beispiel ein Richter sich neu bewerben musste, um Richter sein zu dürfen. Und bevor er da, oder als er da, wenn er das tat, musste er seine Einkommensverhältnisse offenlegen und vor allem deutlich machen, was hat er verdient und was besitzt er? Und da gab es eben bei vielen Richtern riesige Unterschiede. Die waren steinreich, um das mal platt zu sagen. Es wurde Korruption bekämpft. Und deswegen haben 2000 Richter sich gar nicht erst wieder beworben. Das ist ein Riesenfortschritt in Richtung Rechtsstaat.